Oops, I did it again. Einige Leute alle Zeit und alle Leute einige Zeit, aber nicht alle Leute für die Zeit zu machen. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Astrofotografen gibt's schon lange. Und gibt es bestimmt auch viele. Aber wie viele Astrofilmer gibt es eigentlich? Kann es sein, dass so um 2000 oder bis 2010 rum es das erste Mal für den Laien möglich war, Sterne und andere Himmelsgebilde mit einer Videokamera ranzuzoomen? Das hier ist eine Aufnahme von 2010. Damals war der Kanal noch ziemlich unbekannt und ich habe mich schon gewundert, warum da auf einmal dann so 3-4 Leute kamen, die mir ganz genau und ganz exakt erklärt haben, was ich da gesehen habe und mir dann auch gleich noch eine PDF aus Italien mit dazu geschickt haben, eine italienische Diplomarbeit, wo es um so eine Schicht in der Atmosphäre geht, die es da bewerkstelligt, damit man das alles so verzerrt sehen. Irgendwie egal, was ich tue, mich haut's jedes Mal wieder zurück auf den eigentlichen Pfad. Diesmal habe ich mich versucht, ein bisschen was heißt abzulenken, aber irgendwie bin ich an Trackmania, in den Trackmania-Videos festgegangen. Das ist ein Spiel, was mein Computer noch hinbekommt. Und ich bin echt verblüfft, was die weltweit alles machen, wie die um ihre Zehntel und Hundertstel Sekunden kämpfen und mittlerweile auch gegen die AI antreten oder praktisch die AI programmieren. Und durch deren Wettbewerbsgeist hat es mich auch so ein bisschen getriggert und ich habe gedacht, Mensch, so eine Challenge, zum Beispiel mit einem RMF-Charger irgendwelche Batterien laden, das wäre doch auch mal toll, wenn da Leute sich ein bisschen betteln würden und gucken würden, wer da die meisten Milliampere aus so einem Akku rauskriegt. Ich weiß, einige von euch können das RMF-Charger-Thema schon gar nicht mehr hören, euch kommt schon zu den Ohren raus, aber hey, das ist meine Welt und manchmal will gut Ding halt echt Weile haben. Ja, und das hier braucht eine echt ganz schön lange Weile. Hier das Ding wollte ich reparieren, da gehört eine Lithium-Batterie eigentlich rein und deshalb habe ich mir seit Ewigkeiten mal wieder getraut, eine neue Lithium-Zelle zu kaufen. Ne, bisher habe ich ja nur gebrauchte Zellen und die regeneriere ich wieder mit RMF-Charger. Ich muss mir keine neuen kaufen. Aber diesmal, ne, das ist für einen Kunden und das ist eine Heizung eingebaut, wollte ich auf Nummer sicher gehen und einen richtig tollen, wenn nicht sogar am besten feuerfesten Akku kaufen. Das ist der Akku dann geworden, den ich mir für 4 oder 5 Euro das Stück geholt habe. 350 mAh soll er haben, Trustfire steht drauf und wo ich das so ein bisschen nachrecherchiert habe, kam ich dahinter, dass das wahrscheinlich nur so eine Umverpackermarke ist aus China. Ich habe kein richtiges Datenblatt dazu gefunden. Die Aussagen dazu sind ziemlich widersprüchlich. Also da wird gewoben, dass irgendwie Mangan in der Zelle mit drin ist, welches nicht mit dem Lithium reagiert und deshalb sollen die total super feuerfest sein. Jetzt habe ich aber gesehen, dass die Manganzellen eine Nennspannung von 3 Volt haben, anstatt 3,7 Volt. Also scheint es ja wirklich nur ein stinknormaler Lithium-Akku zu sein. Aber trotzdem. Naja, wie auch immer, ich hatte ja eigentlich vorgehabt, mein Ego ein bisschen zu kitzeln und da irgendeine Challenge auszurufen, wo mehrere Leute mitmachen können. Und da habe ich gedacht, es ist vielleicht nicht verkehrt, so eine Taschenlampe, was genauso eine Batterie benutzt, herzunehmen, weil da haben Leute schon Tests mit verschiedenen anderen Batterien gemacht, wie lange diese Taschenlampe dann eben leuchtet. Und dann ging es wohl ein bisschen durch mit mir. Dann habe ich mir überlegt, na gut, die Taschenlampenhersteller werden jetzt bestimmt kein Schultief eingebaut haben. Da nützt jetzt nichts, so eine fertige Taschenlampe zu kaufen, dann musst du deine eigene Taschenlampe selber basteln und dann zeigst du mal, wie lang so eine Batterie halten kann und wie lang die Licht machen kann. Also bin ich auf meinen Lagerboden geklettert und habe mir praktisch in meiner ganzen Lampensammlung da das Nötigste rausgesucht, was man dafür so alles braucht. Und habe dann diese Taschenlampe auf meinem Boden gefunden. Mit dieser schönen Sammellinse hier vorne drin. Und an der bin ich dann festgegangen. Die hat mich irgendwie fasziniert.
diese Linse. Könnt ihr euch denken, warum? Viele von denen, die gerade auf der Suche nach der richtigen Erdform sind, will ich es mal so ausdrücken, um hier keine Trigger irgendwie der KI zu geben, die benutzen solche Halbschalen hier, ne, und gehen dann mit Laser drauf auf die Halbschale oder von unten gehen sie ran mit einem so einem Mondprojektor zum Beispiel. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, ich habe mir auch so ein Ding in größer gekauft. Allerdings... Ja, wenn man sich dann vorstellt, dass wir in so einer Art Sauerstoffkuppel drin sind, dann ist das hier ein bisschen nicht gerade zielführend. Dann müsste das ja aus Vollmaterial sein, das Ganze, um das so ein bisschen vergleichen zu können. Na, ich glaube, das bringt nichts, dann von hier unten irgendwie reinzugucken und da irgendwelche Vergleiche mit unserem Himmel anzustellen. Das hat bei mir noch nicht so richtig geklappt. Aber hier sieht es ganz anders aus, wenn ich da von unten reingucke. Ne, das sieht irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie vertraut aus. Und dann kam, woher auch immer, dieser Geistesblitz. Also ich weiß schon, woher er kam. Ich habe da früher mal ein Video angeguckt, wo jemand einen Solarkocher gebaut hat auf ähnliche Art und Weise. Also der hatte da keine Halbschale, der hat einfach eine Plastikplane genommen, eine transparente, und hat die voller Wasser gefüllt, sodass dann eben so ein Tropfen riesengroßes Wasser drin hing. Und somit hat er dann sein Essen gekocht. Da habe ich mir gedacht, wenn du das jetzt mal hier mit Wasser vollfüllst, vielleicht kannst du da irgendwelche interessanten Beobachtungen machen. Und jetzt wartet mal kurz ab. Moment, ich muss mal ausschalten. Yep. Okay, wo sind wir denn? Da sind wir. Okay. Fragen wir das große Wikipedia. Was ist das? Wikipedia sagt, das ist das Seeing. In der Astronomie wird als Seeing, englisch sehen, die Unschärfe von Sternen im Teleskop verstanden, welche durch unterschiedliche Lufttemperaturen über dem Standort oder seitlich davon verursacht wird. Der Begriff beinhaltet sowohl die Tatsache, als auch das Maß der Bildunschärfe durch Luftunruhe, hauptsächlich in der bodennahen Luftschicht, aber auch in der Teleskopkuppel und in ihrer direkten Umgebung. Bei visueller Beobachtung im Teleskop äußert sich das Seeing durch rasches Hin- und Hertanzen des Sterns im Bruchteil von Sekunden, bei manchen Wetterbedingungen auch durch ein verschwommenes Bild. In der Astrofotografie vergrößert es das fast punktförmige Sternenscheibchen je nach Dauer der Belichtungszeit. Um das momentane Seeing direkt aus einer Aufnahme zu bestimmen, muss das Bild mehrere Sekunden lang belichtet werden. Das Seeing hat mehrere Ursachen. Der Jetstream in der Hochatmosphäre ist weitgehend laminar und trägt kaum zum Seeing bei. Die Übergangsschicht zu tieferen Luftschichten ist jedoch oft turbulent und eine der Hauptursachen für das Seeing. In geringerer Höhe kann es weitere Übergangsschichten verstärken. In Bodennähe sind Winde oft turbulent, weil die Luft über Unebenheiten oder Hindernisse strömt. Auch die Wetterlage beeinflusst das Seeing. Zur Luftunruhe
trägt zusätzlich die bodennahe Thermik bei, die durch den Temperaturunterschied zwischen tagsüber aufgeheizten Erdboden und kühler Nachtluft zustande kommt. Das thermische Bodensiegen wird außerdem durch wechselnde Vegetation, besonders Wälder, verschlechtert. Weiters gibt es künstliche Beiträge zum Siegen durch die Thermik des Teleskops selbst und der Teleskopkuppel. Diese lassen sich durch weißen Anstrich der Kuppel, eine aktive Kühlung während des Tages auf die erwartete Nachttemperatur und eine geschickte Bauweise verhindern. Generell verschlechtern alle Hitzequellen innerhalb der Kuppel das Siegen. Dies gilt auch für den Beobachter und dessen Wärmeabstrahlung, weshalb große Teleskope zunehmend von getrennten Kontrollräumen ausgesteuert werden, um eine möglichst laminare Strömung direkt am Teleskop zu erreichen. Weil das Seeing durch wechselnden Brechungsindex der Luft und durch unregelmäßige Luftbewegungen verursacht wird, spricht man auch von optischer Turbulenz der Atmosphäre. Okay. Schon verblüffend, wie scharf man dann die Sonne sehen kann. Und sogar die ISS vor der Sonne.